Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom Kfz-Werkstatt-Simulator 2015. Ich bin Ben Oschi und das ist unser Custom. Wie heißt er? Delray Custom. Entschuldigung. Ja, irgendwie leicht verwechselt. Kann ja mal vorkommen, wir haben ja schon zig Modelle hier. So, Motor ist raus, das haben wir, das ganze Theater. Mehr haben wir hier nicht bei der Karre. Ich gucke sie jetzt aber nochmal rum. Nein, ist alles raus. Ja, dann wollen wir mal reparieren die Teile, die gehen. Und ja, das wird wieder eine Weile dauern jetzt hier. Das scheppert, ey, das ist ja nicht normal. La 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 la. Ja, übrigens, ja, gestern am Sonntag zum ersten Mal Schnee in Berlin. Zwar, boah, was ist denn? Das hält doch kein Mensch aus hier. Ja, nee, das erste Mal gestern Schnee in Berlin. Ey, gibt's doch alles nicht. Oh, verflucht und zugenäht, ey. Hallo? Was ist denn hier los? Ey, so viel ist mir noch nie kaputt gegangen. Und der Motor geht drauf. Nein, doch nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Alter Schwede, ist ja alles in den Arsch gegangen. Verflucht und zugenäht. Boah, also das wird, Mama, Mama, Mama mia. Ja, na klasse. Ey, gut, das sind die normalen Sachen. Naja, gut, wollen wir uns mal ranmachen. Ja, wie gesagt, gestern am Sonntag zum ersten Mal Schnee in Berlin. Ja, ganz toll. Ich darf heute arbeiten, beziehungsweise dürfte heute arbeiten gehen. Winterdienst. Ey, das ist so ein Schwachsinn. Aber. Gut, ja, erstmal Karosserie brauchen wir erstmal nicht, außer die Türen. Tür und Kofferraum. Naja, gut. Karosserieland. So, Kofferraum haben wir. Tür links, Tür rechts. Kotflügel weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich den? Habe ich die? So, Kofferraum weg. Ich sollte lieber wieder schlafen gehen. So, also Tür rechts, Kofferraum weg. Motorhaube muss ich ja noch mal im Tuningladen gucken. Kotflügel brauche ich einen linken. Okay. Können wir aber erstmal den Kofferraum wegmachen. Toll. Also einen Kotflügel links brauche ich. Haben wir den Rest, wie gesagt, gucke ich mal im Tuning-Shop. Das wird sich dann ergeben. Ja, wie gesagt, Winterdienst, ganz toll. Achso. Ja. Nee, ist Blödsinn. Ey, es liegt nichts. Es liegt gar nichts. Und die Firma schickt uns raus. Ja, das ist also so ein Schwachsinn. Hä, Flagge zeigen, ne? Die Firma muss ja Präsenz zeigen und. Also, ist, ich meine, ist ja schön, aber ey, es ist nicht mal glatt. Es ist nicht mal glatt gewesen. Also, das ist. Ah, naja. Und das in meinem Urlaub, ne? Kriegt man so eine schöne SMS auf den Sonntagabend. Ja, kommt mal morgen zur Arbeit. Es hat geschneit. Also, ach nee, ehrlich? Ich habe mit so vielen Kollegen gesprochen, die haben sich so drüber aufgeregt. Naja, was soll's. Wenn wir diesen Schnee richtig gelegen hätte, was man wegräumen muss. Okay, gar keine Frage, aber nicht so. Aber wie gesagt. Naja.
Ach Quatsch, was wollte ich denn jetzt hier? Jetzt wollte ich hier doch gar nichts. Ich wollte doch hier. Nein. Da will ich meine Herrschaften hier. So, wir gucken erstmal nach der Nockenwelle und dem Anlasser. Anlasser, Anlasser. Nein, das ist der V8, ich glaub's ja. Oh Mann. Knock, knock, knocking on. Der hat die V8 ORV-Dinger. Na, klasse, okay. Ja, so viel dazu. Fangen wir einfach mal mit dem einfachsten an. Bremsen. Da können wir eigentlich fast alles kaufen. Das sind zwei Bremstrommeln, zwei Bremsbacken. Ach Mensch, naja, egal. Machen wir einfach mal. Zwei Bremstrommeln, zwei Bremsbacken. Haben wir. Ne. Ja, da wurde mir auch ein guter Tipp gegeben, den probiere ich jetzt mal aus. Nein, der funktioniert nämlich nicht. Kann mir mal sagen, was ich gerade verkauft habe? Warum habe ich jetzt zwei Bremsbacken gekauft, die ich gar nicht brauche? Und Bremstrommeln, okay. Gut, Bremsbeläge brauche ich und zwei Dings davon, okay. Falsche Taste gedrückt. Vielen Dank für den Tipp. Es funktioniert. und hier. Hätte ich nicht gedacht. Danke, super Tipp. Ja, mir wurde nämlich ein kleiner Tipp gegeben. Ich sollte doch einfach mal mit der Shift-Taste probieren. Und ich habe es gerade mit der Steuerungstaste verwechselt. Ja, kommt halt auch mal vor. So, Inventar. Dann können wir. Na, das funktioniert. Warte mal. Funktioniert genauso gut. Wunderbar. So beschleunigt das Ganze hier noch ein wenig. So, ein Bremssattel und einmal den Bremskraftverstärker. Palim, palim, palim. Ist das genial, ey, dieser Tipp ist Gold wert. Ja, weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Ja, das hebt auch meine Laune gleich wieder ein bisschen. So, machen wir am Endschalldämpfer zwei Stück. Also, das wird wieder eine tolle Folge jetzt hier. Oh, gut, zwei Retrofelgen 12. Die holen wir gleich mal. Retro-Felgen, wo seid ihr? Ups, schon dran vorbei. Hä? Okay. Zack und zack. So, Antriebswelle, Benzinpumpe, Tank. Bam, bam. Ist das jetzt die gewesen oder ist das die kleine? Nee, die große. Okay. Ja, da. Ja. Können wir auch gleich mal so nachgucken. Das ist eine gute Sache. 1, 2, 3. So, machen wir einfach mal Ben. Ja, aha, Ben, ne? ja, zwei hintere Radnabenabdeckung. Gleich versteuern. Ja, ich vergesse das gerne. 2, 4, 6, 8. Gut. 8 Kolben. Nein, hier. So, 8 Kolben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Haben wir. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ey, das geht so ruckzuck, ist ja herrlich, Mann. Ah, da freut sich doch das Herz. So, gucken wir mal die Lager.
Wow. Vier kleine und vier kleine, vier groß, also vier normale. So, zwei und Drucklager und und was war denn noch das Ding, ha? Lagerdeckel. Mensch, Inventar. Genau. Hammer! Hammer, Hammer, Hammer! So, Federgeschichte hier. So, ach so, erstmal machen wir mal. Ne. So, eine Blattfeder brauchen wir auf jeden Fall. Ein U-Bolzen. Eine Blattfeder, ein U-Bolzen haben wir. So, dann brauchen wir zwei vordere Federn. Blattfeder, hintere Antriebswelle. Und da war da noch irgendwas. Ach, das Ding, genau. Also das Ding, das und das Ding haben wir. Gut, dann fehlt nur noch die Platte. Und da haben wir sie. Wunderbar. Und das nächste. Ey, das geht wirklich schneller. So, Stoß. Ja, Stoß. Oh. Aber doch mehr als ich dachte. Na gut. So, Kraftstofffilter und oh, jetzt kommt die ganze Geschichte hier. Ach Mensch. Oh, zwei hintere B, zwei vordere B. Oh Mann. Und jetzt geht's hiermit los. Das sind denn 4, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ventilstangen. Das holen wir uns alles hier hoffentlich im Tuning-Shop. Ich hoffe es. So, komm, ein bisschen hinne machen hier, weil das schaffen wir nicht mehr. Zu viel Gelaber, zu viel Mist, was mir in den Arsch gegangen ist. So, solide hintere Antriebswelle. Hammer, zack. Hintere Achsschenkel, aber da gucken wir mal. Achs. Boah, hinterer zweimal B, einmal vorne B. Bühl. So, zweimal hintere B. Und vordere Achsschenkel B, genau, haben wir, ne? Wenigstens etwas. Ups. Ach man, eigentlich wäre ich jetzt so schön bei Fallout 4 und würde spielen. Ja, das ist alles. Heute ist alles total durcheinander gekommen bei mir. Also. Ja. Zweimal Flammenrohr. Mittelschalldämpfer. Ja, und das war's aber auch schon wieder für heute. Oh Mann, ey, die Zeit rast, ey. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch noch was. Euer Ben Hoshi. Tschüss.